Wichtige ist aber, dass wir gucken, wie machen wir das zeitgemäß? Wie rechnen wir das ein, dass das Ding kopiert werden kann? Denn wir können es nicht einfach, la la la, nö, das kann überhaupt nicht kopiert werden, nö. Das ist ja eine Realitätsverzerrung. Das Gesetz ist irgendwie aus den 50ern mit ein paar Überarbeitungen und es ist überhaupt nicht der Tatsache angepasst. Das Gesetz ist eigentlich relativ klar. Das Gesetz sagt, da ist jemand, der hat etwas geschrieben, der hat Rechte daran erworben und deswegen kriegt er Geld dafür. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ja, und in dem Moment, wo du dir das einfach nimmst und nicht dafür bezahlst, hast du ihm etwas geklaut. Was sagt denn der Buchautor und Bestsellerautor Klaus Brinkbäumer dazu? Das ist ja schon etwas, was an den Grundfesten dessen rührt, was, sagen wir mal, Kulturgut dann ist. Und auch die Frage, wie kann man sicherstellen, dass man davon lebt? Ich sage dazu, dass das... dass die Rechte derer, die die Bücher geschrieben haben, die Songs produziert haben, unbedingt geschützt werden und dass es auch nicht dadurch nivelliert wird oder ad absurdum geführt wird, dass es technisch so einfach geworden ist, Dinge zu kopieren. Das kann es ja nicht sein. Ich finde, dass Sie gerade versuchen, die Dinge ein bisschen zu verwischen, so wie in den vergangenen Wochen dargestellt wurden. Ich kenne Ihr Interview anders. Ich kenne Ihr Interview genauso, wie Markus Lanz es gerade zitiert hat, dass Songs niemandem gehören. Ich kenne Aussagen von Christopher Lauer und anderen, die sagen, alles frei für alle. Ja? Haben und, Sie denn das Urheberrechtsprogramm gelesen, das wir haben, tatsächlich? Ja. Das haben Sie gelesen, die 86 Punkte, die wir da vorschlagen. Ja. Da steht durchaus drin, dass wir das Urheberrecht auch noch stärken wollen. Gleichzeitig hatten wir hier schon Piraten sitzen, die sagen, naja gut, es gibt Menschen, die laden sich einfach ein Terabyte Musik irgendwo runter und das machen die einfach so, ganz egal, ob sie sich das dann irgendwann mal anhören, so nach dem Motto, wenn der sich das im Zweifel gar nicht anhört, dann ist das auch gar nicht so wild. So war das unmissverständlich hier zu stehen. Heißt für mich übersetzt, ich klaue mir die Hose irgendwo im Jeansladen und wenn ich sie nicht anziehe, ist eigentlich alles okay. Moment, wenn Sie eine Hose im Jeansladen kaufen. Ja. Wenn Sie eine Hose im Jeansladen kaufen, ist die Hose aus dem Jeansladen weg. Was passiert, wenn ich einen Song kopiere? Dann ist der Song noch da? Aber ich habe ihn auch. Ja, das Problem ist nicht, aber das wenn ist doch Menschen ein, generell Moment, etwas stopp, kopieren. Stopp. Nein, das ist doch Käse. Sie ziehen sich zurück auf ein rein physikalisches Ding. Nur weil diese Hose so nicht unmittelbar rein physikalisch kopierbar ist. Ja, aber das ist doch genau der Unterschied. Heißt das ja nicht, dass das ein Unterschied ist? Dass der Song kopiert wird. Davon hat niemand einen Verlust. Den Verlust hat jemand, wenn ich den Song runterlade und ihn nicht kaufe. Ich darf ein Beispiel nehmen. Wenn Sie, nehmen wir mal an, es wäre so gang und gäbe, Hosen aus Jeansläden mitzunehmen, wie es gang und gäbe ist, Filme, Musik, was auch immer aus dem Internet Bücher zu kopieren. Nehmen wir mal an, Sie gehen in einen Jeansladen, nehmen die Jeans mit und im gleichen Augenblick, wo Sie diese Hose entfernt haben, würde automatisch sofort eine neue Hose da liegen oder sogar zwei neue Hosen. Ja. Sie hätten diese Hose aber nicht mitnehmen können, wenn die Ursprungshose nicht da gelegen hätte. Das ist richtig. Das ist richtig. Es geht ja nicht nur um den Künstler selber, sondern es geht ja auch um all die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Natürlich. Bei einer Musikproduktion sind das die Studioangestellten, die das vertreiben, die Verkäufer, alle hängen da dran. Gut, wie werden denn, Frau Weißmann, sagen, machen Sie es einmal konkret, es geht ja auch um diese Plattformen und wenn ich das richtig verstanden habe, so genau habe ich mich damit auch beschäftigt, ich habe schon verstanden, dass Sie selbstverständlich die Künstler vergüten wollen. Aber es ist so ein bisschen dieses Beispiel, du bist in der Fußgängerzone, du singst Blowing in the Wind und dann kommt einer vorbei und schmeißt dir diesen einen Taler da rein und dann nimmst du den mit nach Hause. Dann habe ich schon mal Bob Dylan beschissen, weil ich Blowing in the Wind gesungen habe, ohne ihn vorher zu fragen und werde ihn auch nicht beteiligen daran, selbstverständlich. Aber es geht dennoch erstmal unmittelbar. Aber was passiert denn, wenn das auf einer anderen Plattform stattfindet? Wenn wir dann plötzlich reden von Toningenieuren, die ebenfalls ihr Geld damit verdienen wollen, Marketingmenschen, Beleuchter beim Fernsehen, beim Film beispielsweise. Menschen, die ja erst sicherstellen, dass dieses Ganze zum Erfolg wird. Das ist ja alles nicht so einfach. Und gegen die geht es ja in erster Linie. Nein, nein, es geht in erster Linie. Nein, die kriegen das genauso ausgezahlt wie bisher gehandhabt, nur dass die Verkaufsmodelle anders sind. Das wird dann doch viel weniger eingenommen. Viel weniger Geld. Das ist überhaupt Klaus Brinkbäumer sagt auch, viel weniger Geld. Natürlich. Ja, klar. Also ich verstehe noch nicht ganz genau, wie Ihr Modell wirklich funktioniert. Im Moment haben wir horrende Kosten für CD-Produktion, die, wenn wir mehr online verkaufen, ja gar nicht notwendig ist. Das heißt, das Musikstück an sich kann günstiger werden, weil man weniger Vertriebskosten hat, weil man nicht das durch die Landschaft kutschieren muss, weil man keine Ladenfläche mieten muss. Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Dann kommen andere Berufe dazu, das ist doch klar. Da machen Sie uns gerade was vor. Da werden natürlich der Beruf des CD-Pressers, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, der wird verschwinden. Dafür wird der Beruf des Webdesigners entstehen, der dafür sorgt, dass dieser
dieser Song im Netz beispielsweise funky dargestellt ist und ich Lust kriege, den zu kaufen. Nein, die Sache ist doch, dass man das Geld so bemessen muss, damit alle bezahlt werden können. Ende. Ja, aber wer soll das festlegen, wie viel man da in den Topf Wer hat das denn im Moment festgelegt? Im Moment regelt das der Markt. Natürlich. Der Markt regelt und das genau von selbst. Genau deswegen möchte ich auch keine Kultur-Flatrate auf Staatsebene, sondern ich möchte Konkurrenz da drin. Dann haben wir nämlich auch einen Markt da drin, der das auch festlegt. Widerspricht aber, bespricht aber genau diesem großen Satz, etwas Immaterielles wie ein Song kann keinem gehören. Lassen Sie diesen Satz so stehen, ja oder nein? Nein, ich lehne den Begriff geistiges Eigentum ab, weil er von künstlicher Verknappung ausgeht. Aber Urheberrecht ist nicht dasselbe wie geistiges Eigentum. Das habe ich nicht verstanden. Verknappung heißt, jemand hat mal in einem Verlag 10 Kopien von einem E-Book bestellt. Von einem und demselben E-Book. Das ist Schwachsinn. Man kann keine 10 Kopien von einem E-Book bestellen, weil es keine künstliche Begrenzung auf 10 gibt. Wenn ich eins habe, kann ich potenziell Tausende haben. Damit müssen wir rechnen. Und der Begriff geistiges Eigentum... Moment, stopp. Nee, nochmal. Und bei dem Beispiel, das ist jetzt interessant. Also, ja. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Mir ist es zum Beispiel so ergangen, als ich das Buch über Horst Lichter gemacht habe. Ja. Da konnte ich wenig später sämtliche Seiten dieses Buches feinsäuberlich gescannt im Netz wiederfinden. Glücklicherweise hat das keiner großartig abgerufen. Das Buch hat sich dennoch verkauft. Habe mich aber gefragt, wie viel Zeit hätte sich dieser Mensch gespart, wenn er diese ganzen Seiten nicht gescannt hätte und stattdessen was Vernünftiges gemacht hätte, wie zum Beispiel einen Tisch oder einen Stuhl zu bauen. Das nur mal am Rande. Aber wenn da jetzt jemand kommt und kauft sich dieses Buch, dann kann ich doch nicht hergehen und sagen, okay, der Lanz hat sich das gekauft, dann darf der Brinkbäumer das genauso lesen und der Vogt und die Berghoff und die alle, wie sie da sitzen. Das geht doch nicht. Wenn es ein kleines Buch ist, wäre ich als Autor total froh, wenn das im Internet kursiert, ganz einfach, weil das kostenlose Werbung ist. Haben Sie schon mal ein Buch geschrieben? Nein. Haben Sie vor, ein Buch zu schreiben? Ich habe vor, ein Buch zu schreiben. Dann werden wir dann noch mal drüber reden. Gerne. Wie sehr Sie sich drüber Gerne. Freuen. Wenn Sie nämlich merken, wie lange Sie da sitzen und sich Ihre Gehirnwindungen auswringen und irgendwann mal haben Sie dieses Ding da und dann haben Sie nichts davon und alle freuen sich daran. Ich bin Künstlerin, ich arbeite seit Jahren als Illustratorin und meine Bilder stehen alle unter CC im Internet. Das heißt, man kann sie sich kostenlos runterladen und ausdrucken, weil ich mit Bleistift zeichne, ist das relativ gut machbar. Dadurch habe ich aber erst so eine Grundbekanntheit erlangt, dass ich in einer Ausstellung die Originale verkauft bekommen habe, denn vorher kannte mich niemand als Künstlerin. Das heißt, es war ein Werbeeffekt. Das sind jetzt Einzelbeispiele und ich sage mal so, wenn Sie das weiter verknappt hätten und nicht jeder im Besitz dieser schönen Zeichnungen wäre, wären die Bilder möglicherweise deutlich wertvoller. Glaube ich nicht. Es ist ja kein Wunder, dass im Moment eine wirkliche Widerstandsbewegung unter Künstlern entsteht. Ja? Autoren, Musiker, Leute wie Jan Delay, alle folgen Sven Regener, der diesen Ausbruch hatte vor einigen Wochen und angefangen hat. Vorher Sänger von Element of Crime, ne? Sänger von Element of Crime und Schriftsteller. Geile Band. Richtig erfolgreicher Schriftsteller. Mhm. Bis dahin hatte sich keiner getraut gegen diese Bewegung, die heißt alles umsonst, wir müssen alles kopieren können, Urheberrecht hat es in Wahrheit gar nicht zu geben, anzugehen. Wer sagt, weil, es hat kein Urheberrecht weil, zu geben? Lassen Sie mich bitte auch mal ausreden, weil es über die Piratenpartei und dann natürlich auch über andere Bewegungen immer wieder zu diesen Beschimpfungen kommt, Shitstorm genannt, dass alle, die so wie Regener sich vorwagen, öffentlich bloßgestellt und fertig gemacht werden. Ja? Und plötzlich haben sie den Widerstand, den es vorher nicht gab. Das hat Regener angestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie bei uns im Spiegel Jan Delay gelesen haben vor zwei Wochen. Viele andere sagen jetzt, natürlich gibt es geistiges Eigentum. Natürlich muss Urheberrecht geschützt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist nicht dasselbe. Wir sind ja, wie gesagt, wir wollen das Urheberrecht stärken. Auch von Künstlern gegenüber Verwertern. Nochmal, Frau Weißband, das muss einmal nochmal dazwischen gehen. Erklären Sie uns bitte dann nochmal genau den Unterschied zwischen geistigem Eigentum und Urheberrecht. Eigentum? Wo liegt der Unterschied? Armin Rohde schreibt ein Buch. Geistiges Eigentum, ja oder nein? Eigentum ist, wenn ich ihm das wegnehme und dann hat er es nicht mehr. Urheberrecht ist, wenn ich das nehme, er hat eine Kopie und ich habe eine Kopie. Genau. Aber die Rechte für diese Kopien liegen immer noch bei ihm. Richtig, haben Sie dann dafür bezahlt? Ja, ich sollte dafür bezahlen. Was heißt, Sie sollten? Sie müssen? Ich bezahle dafür, das ist das Piratenparteimodell, ich bezahle dafür, aber ich kann dieses Buch dann bei mir privat kopieren. Ich kann es auf meinem E-Book-Reader lesen, ich kann es auf meinem Computer lesen und ich kann es auf meinem Handy lesen. Stopp, wer kann es bei Ihnen dann noch alles runternehmen? Bei mir können es meine Freunde runternehmen. Wie groß sind diese Freunde? Wie viele sind das? Weiß ich nicht, aber diese Zahlen Zahl, die? Diese Zahl sollte Zahlen die? In meinem Zahlpreis implementiert sein. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch. Das heißt, Sie zahlen, okay, dann zahlen Sie einmal 1.000er und alle anderen können laden. Ja. Für ein Buch. Ja, aber dann muss die Zahl begrenzt werden, die dann weiterlesen dürfen. Das ist ja das Modell Apple, ja, die machen das ja keine so. Keine Freiheit.
das ist ja schon wieder unfrei. Lass uns einmal bei dem Beispiel bleiben. Das ist ja hochinteressant. Also Sie bezahlen einmal, um sein Buch zu kaufen. Übrigens tolles Buch. Wie ist der Titel nochmal? Größenwahn und Lampenfieber. Dankeschön. Danke. Größenwahn und Lampenfieber. Genau. Größenwahn und Lampenfieber. Ist schon ein bisschen älter, deswegen kam ich jetzt nicht drauf. Aber schönes Buch. Ja. Damals mich sehr amüsiert, als wir das besprochen haben hier in der Sendung. Größenwahn und Lampenfieber. So, Sie kaufen Größenwahn und Lampenfieber, dieses 3 Jahre alte, großartige Buch von Armin Rohde. Danke. Zum einmaligen Vorzugspreis von 19,99 oder 9,99 ist im Moment so der Preis. So, Sie laden das runter und lesen das. Wer lädt es dann bei Ihnen noch runter? Weiß ich nicht. Also, was heißt bei mir? Bei mir kann es niemand runterladen. Es liegt ja bei mir auf der Festplatte. Darf ich nochmal mit der Hose anfangen? Ja. Wenn ich mir eine Hose kaufe, dann kann ich die Hose so oft anziehen, ausziehen, waschen, nicht waschen, wie ich will. Ich kann sie meinen Freunden leihen, die geben sie mir irgendwann wieder oder auch nicht, gewaschen oder ungewaschen. Ja. Das ist eine Sache. Es kommt aber jetzt niemand kontrollieren, um zu schauen, was macht der mit der Hose. Der hat die jetzt gekauft und wir wollen jetzt wissen, was macht der mit der Hose. Verleiht er die oder und wie oft verleiht er sie, an wen verleiht er sie alles? Richtig, weil sie gehört Ihnen ja. Die Hose gehört mir. Wenn ich jetzt aber ein Buch geschrieben habe, das war mühevoll, dieses Buch. Ich habe es gerne geschrieben, aber es war auch Mühe. Es hat viel Arbeit gekostet. Und wenn ich jetzt erfahre, dass Sie das runterladen, ich habe nichts dagegen, wenn Sie es auf Ihrem Computer haben, auf Ihrem iPad, auf welchem Medium auch immer Sie zu Hause. Sie, Frau Weißband. Sie persönlich jetzt. Mhm. Wenn Sie aber anfangen, jetzt dieses Buch, ich nehme an, Sie haben zumindest im Moment sehr viele Freunde. Ungefähr 20.000, wie sind die? Also gehen wir mal davon aus, Sie haben 20.000 Freunde. Alle sagen, die Weißbacher ist so klasse, was die liest, will ich auch lesen. Ich hätte 20.000 Bücher verkaufen können. Das heißt, ich hätte mir leisten können, mal einen Film im Jahr nicht zu drehen, weil das Buch sich so gut verkauft hat. Ich sage, ich ruhe mich mal im Monat aus. Ich glaube, dass wir da auch an einer gewissen moralischen Stellschraube drehen müssen. Mhm. Denn ein moralischer Mensch würde es dann wieder direkt von Ihnen kaufen. Ja, aber die Piraten sind doch nicht alle moralisch. Okay, Moment, ich fasse zusammen. Moment, Frau Weißband, das ist jetzt komplett 180 Grad. Ich sage nochmal, etwas Immaterielles wie ein Lied kann keinem gehören. Zitat Marina Weißband. Jetzt kommen Sie mit Moral. Wir können es kopieren, das ist der Punkt. Okay, welche Alternativen gibt es denn? Aber nur, weil es technisch machbar ist, Frau Weißband. Alternativen gibt es denn? Sollen wir die technische Entwicklung zurücknehmen? Lass uns über die technischen Entwicklungen, das sollen sich andere Leute den Kopf zerbrechen. Zunächst mal geht es um das Grundsätzliche. Es geht um das Grundsätzliche. Die Plattformen, auf denen man Lieder, Filme legal erwerben kann, die gibt es bereits. Es gibt Bezahlsysteme. Das Ding ist, was er gerade gesagt hat, Sie sind zurzeit cool, hip, sind angesagt. Ihnen wird es im Moment zu viel, Sie wollen einen Schritt beiseite treten, sich das Ganze mal ein bisschen von der Seite anschauen. Aber in der Vorbildfunktion, die Sie damit haben, ob Sie wollen oder nicht, Sie haben sie. Sie sind Sprecherin, ob Sie wollen oder nicht, für einen Großteil der jüngeren Generation geworden. Und wenn Sie durch Ihre Haltung ausdrücken, Kinders, wie dieses altmodische Argument, das ich gelesen habe, der Künstler lebt von Luft und Liebe, was braucht der Künstler Geld? Ist er geldgierig? Der Künstler ist geldgierig. Er will Geld dafür, dass er singt, er will dafür Geld, dass er Witze erzählt, dass er spielt. Nein! Verstehen Sie? Ich verstehe, das ist Arbeit einkaufen gehen. Und es kostet. Wenn ich zu meinem Metzger gehe und er sagt mir, pass mal auf, ich habe heute Abend eine Party, bist doch Schauspieler, kommst du vorbei und erzählst uns was Lustiges? Sag ich, okay, ich habe morgen auch Freunde zu Hause. Mach mir 3 Pfund Steak fertig, und zwar Filetsteak. Da wird er ganz schnell leise, der Mann. Ich habe gerade eine super Idee. So, jetzt kommt's. Vorbildfunktion. Wäre es hilfreich, wenn ich Werbung mache für die modernen Verwertersysteme, die es schon gibt, für die Plattformen, wo man bequem Dinge runterladen kann, aber legal und für Bezahlung. Sinnvoll. Fände ich sinnvoll. Dann mache ich das. Das wäre sinnvoll. Das wäre mein Vorschlag, aber ohne, dass Sie dann als Werbeikone Geld dafür kriegen. Ich würde dann versuchen, konkurrierende Unternehmen auch, damit ich nicht werbe. Aber solange man sich hinstellt als Vorbild und sagt, das ist irgendwie, solange wir noch nichts anderes haben und es gibt ja auch noch nichts Richtiges, was nicht stimmt, es gibt was Richtiges. Irgendwie ist es in Ordnung, weil diese Künstler... Ja gut, dann fördere ich das, was es schon Richtiges gibt, damit sich das mehr ausbaut, damit das Konkurrenz zum File-Sharing schafft. Da sind wir doch heute jetzt einen richtigen Schritt weitergekommen, Frau Weißband. Merken Sie das? Das heißt jetzt nochmal, wir können dieses Zitat jetzt etwas wenden, und man sagen, etwas Zitat Immaterielles wie ein Song kann sehr wohl jemandem gehören. Ja. Ja, in gewissem Sinne würde ich dem auch nicht widersprechen. Okay. Gut. Das übrigens,
Das übrigens auch zum Thema Mitmachpartei. Sogar Talkshow-Moderatoren können bei uns mitmachen. Dann nehmen wir sie beim Wort. Aber das ist das Interessante genau an dieser Geschichte. Man erarbeitet gemeinsam eine Lösung. Dummerweise läuft uns dann irgendwann die Zeit davon. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Ja.